wir sind wieder, eure Shishanigans. Genau. Diesmal mit Tabak-Erraten-Challenge haben wir uns vom lieben Marvin abgeguckt. Ja, Grüße gehen raus an SWG. Ja, von Hessen nach Hessen kann man ja schon so schön sagen. Ja, um die Ecke. Genau. Und wir haben, wie gesagt, zweimal die Köpfe gebaut. Genau. Wir haben die Regeln vom guten Marvin übernommen. Also sprich, wer es noch nicht kennt, vielleicht gerade bei ihm mal reinschauen. Ja, das heißt also, sprich, wir haben 10 Züge. Genau. Fünf Ratevorschläge. Genau. Und wir haben 5 verschiedene Tabaksorten drin. Genau. Ja, hoffentlich also relativ simpel. Und danach haben wir uns auch eine coole Bestrafung überlegt. Wir haben irgendwo, ich weiß nicht, wo sie gerade schon wieder ist, irgendwie so eine präparierte Nerfgun, kann man schon sagen. Also, ja. Geht, glaube ich, ganz klar. Genau, ansonsten würde ich sagen, seht ihr jetzt erstmal unseren Kopfbau und wir fangen mit deinem Kopfbau an. Genau, also ich habe erst den Kopf gebaut, dann seiner und dann sehen wir uns gleich wieder. Kohle liegt bei dem Kopf von Marc schon drauf. Und ja, lassen wir das Ding mal kurz warm werden und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. So, da sind wir wieder. Kopfbau habt ihr gesehen. Mein und sein, also für mich, für dich, von mir, für dich und andersrum. Ja, wisst Bescheid. Kohle ist drauf. Mal gucken, ob das jetzt schon ausreicht. Ich nehme mal ein paar Züge. Ich hab total Schiss. Echt? Ja, ich glaube. Boah, das wird nichts. Also ich sehe schon, der Kopf qualmt, ich glaube auf der Kamera sieht man das nicht so, aber der qualmt schon, also wir haben beide... Ich sehe es auch nicht. Also. Wir haben es beide ein bisschen übertrieben, glaube ich, also Overpacking sein Großvater. Ja. 5 Tabak in ein Ding reinzubekommen ist schon... Ist schon gewaltig, ja. Also man denkt es auch gar nicht so von der Masse, wie viel es ist. Oh, die ist an. Soll ich einmal Kohle runter machen? Nee, ist gut. Also ich hätte es nicht gedacht. Schmeckt. Dafür, dass ich echt kein Overpacking mag... Also ich bin echt so Noppenkontakt so auf ganz leichter Basis. Ja. Kann man echt nichts sagen. Also geil. Volle Latte. Ja, ich glaube, deins ist noch schlimmer. Also vom Packing her. Ich habe zwar deinen Kopf nicht gesehen, also wir haben direkt den Callout auch draufgesetzt, dass wir ja nichts sehen können. Also darf ich echt sagen. Ist gut. Es schmeckt geil. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich glaube dann, also deins ist so der Shisha-Bar-Reste-Mix. So von der Theke gerade so genommen. Mit so einem Kopf um 1 Uhr nachts, so kriegst du gerade so die Reste rein. Ja, genau, so das, was bei den anderen beim Kopfbau rausgefallen ist. Oh Mann, ey. Kannst du mal eine Kohle runter machen? Ich glaube, das Ding kriegt ein bisschen viel jetzt. Also, erriechen kann ich. Boah, Eiskaktus vielleicht so ein bisschen, aber. Weiß ich nicht. Also wird schwer, ja. So, mein Lieber, blend euch dann unten so einen Counter ein, wie viele Züge der Google Mark hat. Ich pack meine Liste aus, ich bin vorbereitet. Achtung. So. Ja, los geht's. Zug Nummer 1.
vegan ist er. Und muss sagen, schmeckt nicht schlecht. Seht ihr uns noch? Ich hab keine Ahnung. Null. Also ihr wisst ja schon, was drin ist. Er leider nicht. Also es bei Eiskaktus bleiben bei dem einen. Eiskaktus? Ja. Leider falsch. Erster Strike. Das, da kommt er nie drauf. Needles ist drin. Echt nicht? Nein. Aber es ist ein Dark Blend drin. Echt? Aber geschmacklich? Alter, geschmacklich ist es gut, aber die Rauchentwicklung ist ja... Digga, bau mir nochmal so ein Ding! Das ist geil. Ich hab's aufgeschrieben. Das ist der Federzug, ne? Ja. Einmal Sieber Blaulicht? Ja. Katsching! Nummer 1. Einer von 5. Beim fünften Zug. Der zweite ist der Must Have Light. Auch richtig. Nummer 2. Ich hätte schwören können. Dass Needles drin ist? Ich fand einmal, vielleicht weil ich es mir vorgestellt habe, dass da Needles drin ist. Keine Ahnung. Aber man schmeckt nichts besonders aus, das ist nichts. Also die Tabak, vielleicht. Die du jetzt erraten hast, sind auch ähnlich noch drin. Also es ist jetzt echt, jetzt wird es schwer. Weil klar, Früchtemix, Limette. Das war jetzt der sechste Zug. Das war jetzt Zug Nummer 6. Ich blende euch ein. Ich hab, wie gesagt. Bloody Punch? Leider nein. Ja, du bist fertig, mein Lieber. Nee. Naja, du hast 2 richtig und 3 mal Strike. Das sind 5 Rateversuche. Ehrlich? Ja? Ach Mist, ich war schon durch. Ja. Ach Mist, ich hätte jetzt noch gesagt, da ist noch Kiwi drin. Nee. Nee, auch nicht. Soll ich auflösen? Ja, muss er jetzt. Ich kann dich auch zappeln lassen. Nee, sag jetzt. Dumm! Züge verschenkt, 3 Züge verschenkt. Ja. Lim 2 von Sabu. Nee. Dann 3-mal im Leben. Nee. Und Taube Mieze. Es ist echt, es war brutal, aber 2 ist schon echt gut. Nee. Also selbst wenn du, wenn ich jetzt diesen Geschmack vor Augen habe von Taube Mieze als Beispiel. Ja. Nee. Nee? Krieg ich nicht. Nicht? Nee. Gib mir nochmal. Ja, nochmal. Kannst du bei mir schon mal, kannst bei mir schon mal die auflegen. Bei dir schon mal die Kohle drauf. Also, ich gucke jetzt aber an, meine Liste ist auch bereit. Bin gespannt. Ja. Jetzt erstmal mit 3 Kohlen probieren oder direkt mit 2? Na, direkt mit 3. Mit 3? Ja. Okay. Ich hab Angst. Counter läuft wieder. Ja. Dürfst du mal einen Ausfuß? So, erster Zug. Bin aufgeregt. Okay, kein Wasser mehr drin, oder? Warum? Da ist Center Shock drin. Richtig? Ich hasse den. Ich hasse Center Shock. Dieser Geschmack, aber das Schlimme ist, ich schmecke nur den. Also das schmeckt so richtig ekelhaft einfach nach diesem, das schmeckt einfach chemisch. Das war auch der Jüngste, der leiden kann. Ja, ich hasse Center Shock.
Und du findest, den schmeckt man nicht raus. Ich finde, der andere, den ich auch nicht so gut finde, den schmeckt ein bisschen intensiver. Nee. Zug 2, ja. Jetzt Zug dritte. Dritte Zug. Ich hoffe eigentlich schon, du errätst gar nichts mehr. Ich habe eine Ahnung. Aber das ist jetzt noch kein Tipp. Ja, das ist jetzt nur eine Vorahnung. Also, irgendeiner von dieser Punch-Reihe. Ich weiß es nicht, ob Kiwi oder Zug Nummer 4, glaube ich, oder? Mhm. 4. Schweres Ding. Also es ist echt, du schmeckst nur diesen Zettel. Also ich finde, du schmeckst den anderen noch ein bisschen krasser raus. Ich sag Yellow Punch. Echt jetzt? Und das ist genau der, den ich meinte. Den schmeckt nicht so extrem daraus. Ja, den schmeckt man auch. Finde ich auch nicht so gut. Nee. Das war jetzt der sechste oder fünfte? Der fünfte Zug und jetzt glaube ich der sechste kommt jetzt. Ja. Oh Mann. Zwei Versuche, zweimal richtig. Aber jetzt redest du keinen mehr. Weil die anderen finde ich persönlich schmeckst du gar nicht. Also eine geht komplett unter, also sind null. Ich müsste jetzt, also ich habe jetzt noch drei Rateversuche. Ja. Ich müsste einfach pur drauf los. Ich sag Black Nana. Nein. Zug 7 oder 8? Keine Ahnung. 7, 8, 8, wie auch immer. Als ob. Zieh mal zu. Du musst gleich mal probieren. Ich habe noch zwei Züge, habe ich noch, oder einen. Mhm. Ah, einen, komm. Ich probiere auch nochmal. Ja. Aber der Center-Shock, den schmeckst du jetzt extremer als zu Beginn. Also zwei Versuche habe ich noch. Ah, ja. Ich sag, das hatte ich gesagt, Black Nana war nicht drin. Ich sag Eiskaktus. Nee. Und Queen Lean. War Queen Lean drin? Mhm. Ich finde, du schmeckst bei Queen Lean einfach dieses leicht cremige raus. Ich finde, der pellt so auf der Zunge. Ja, ekelhaft. Also ich fand meinen Kopf deutlich geiler. Ich auch. Das ist schön. Ja. Also habe ich gewonnen quasi. Ja. Geht gut los. Wir sagen, es war auch das letzte Video der Reihe. Ja. War schön mit euch. Tschüss. Ja. Und dann würde ich sagen, Bestrafung können wir nicht machen, glaube ich. Ist zu dunkel. Ach, ich habe genug Rampen. Ja, okay. Kriegen wir hin. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Also, das ist so eine Nerfgun, aber ich habe eine Stahlfeder reingemacht, weil sonst ist ja langweilig. Kinderspielzeug. Ja, Kinderspielzeug. Bist du bereit? Nee. Woo! Geil! Das war so nah, das war vorhin. Achtung! Drei Stück. Los geht's. Ah! Oh, fuck. Oh. Alter! Bereit? Komm, du kannst runterzählen. Nee, mach einfach. 3, 2, 1, 1. Ah!
okay, das spielen wir nie wieder. Also ich fand's geil. Alter. Und wie war's? Wir sind fertig. Also es tut echt weh. Also wir haben gerade nochmal geguckt, also es ist auch schon direkt leicht angeschwollen. Ja, es ist dick geworden. Also hätte ich nicht gedacht, also gut, ich meine, dieses Ding ist halt nicht mehr ganz so original. Ja, das stimmt. Das ist schon böse. Das ist böse. Echt? Also Marv, wenn du das siehst, wir kommen dich mit diesem Ding besuchen. Wir machen dann auch eine Challenge. Genau. Ja. Haben wir noch was zu sagen? Aber wir genießen jetzt noch die Pfeife. Also ich genieße die Pfeife. Also ich genieße die Pfeife. Du? Ja, ja, stimmt auch wieder. Ja. Und ja, ansonsten sehen wir uns, denke ich, ja, wir müssen, eine Reward muss einfach sein. Wenn es dann halt irgendwann 5-0 steht für dich, dann hör mal auf damit. Ja, genau, ansonsten würde ich sagen, liken, abonnieren. Ja, sonst gibt's ja! Warum schießt die nicht? Ja, wir können da ja froh sein, ne? Liken, abonnieren. Und Renier schalten, ne? So. Das habt ihr jetzt einfach. Also wir genießen die Zeit noch. Und dann, ja. Bis zum nächsten Mal.